Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Splinter Cell Blacklist. Briggs, war ganz schön knapp in Philadelphia. Nur so ließ sich unser Auftrag erledigen. Schätze, da sind wir unterschiedlicher Ansicht. Ein Jammer, dass wir ihren Anführer nicht erwischt haben. Mir genügt's, eine Million Menschen gerettet zu haben. Das wär's erstmal. Wir sehen uns. Fangen wir hinten an. Achso, ja, wir müssen ja eh wieder den Stick suchen, ne? Kennt einer unserer Dienste das Ziel der Operation Amerikas Benzin? DCS, Heimatschutz, CIA. Keiner weiß irgendwas. Zumindest sagt uns keiner was. Wir haben denen zu viel vorenthalten. Sind die noch sauer wegen Philadelphia? Ja, was haben wir und da schon gehört? Und Benghazi. Wir haben einige Brücken eingerissen. Interessiert keinen. Zuerst die gute oder die bessere. Ja, komm. Das wär's erstmal. Ich habe auch ein paar Hinweise aufgetrieben. Versuch keinen Unsinn zu machen, bis sie ausgewertet wurden. Dad? Sarah, ich wollte fragen, ob alles okay ist. Was war in Philadelphia los? Nie im Leben hat dieser Bahnpolizist alles verhindert. Ist eine lange Geschichte. Du darfst nicht alles im Fernsehen glauben. Steht auch im Netz. Geht's dir gut? Alles bestens. Ich versuche an der Blacklist dran zu bleiben und deinen Krieg zu verhindern. Ja, die Präsidentin hat wieder die Seiten gewechselt. Jetzt redet sie von neuen Beweisen und die Leute glauben es. Ein Grund mehr für mich, weiterzumachen. Du findest immer Gründe, weiterzumachen. Von mir lässt du dich ja nicht davon abhalten. Du bist der Grund dafür, dass ich das tue. Ich bin einer davon, aber das genügt. Wir sprechen uns. Einer der Gründe, warum wir das machen. Reicht das nicht, dass du einer der Gründe bist? Mein Gott, dass die Frauen immer mehr haben wollen. Also ich würde ja sagen, da oben sind die Mannschaftsquartiere, aber... Nee, das weiß ich schon. Okay. Kein Leuchteding hier. Hat sich's auf der Krankenstation irgendwo versteckt? Sieht er nicht so aus. Dann gehen wir doch einfach mal... Weißt du, wenn diese komischen Bodenlichter und sowas nicht genauso aussehen würden, wäre es echt viel leichter. Sie hätten es ja grün leuchten lassen können, oder? Was haben wir da? Da leuchtet was. Ha, da haben wir es. Hauptquartier für Spezialmissionen in Teheran. Ja, da waren wir auch schon. Haben wir auch schon Besuch abgestattet. Ich finde es so cool, dass die einen Helikopter in einem Flugzeug drin haben. Wahrscheinlich können sie den sogar im Start abwerfen. Also im Flug abwerfen. Wobei ich mir durchaus schwierig vorstellen kann, mit einem Helikopter in einem Flugzeug zu landen. Das wiederum halte ich fast für unmöglich. So. Workshop, Holding Cell. Gehen wir nochmal in die Holding Cell. Vielleicht hat Corbin mal was Neues zu erzählen. Ich bezweifle es ja. Aber man weiß ja nie. So. Komm. Hey, Corbin. Hey, Sam. Eins wollte ich die ganze Zeit fragen. Wo ist Vic? Geht dich nichts an. Ich frag ja nur. Einige von der Crew haben darüber geredet, dass er im Krankenhaus ist. Du bist doch nicht etwa wieder auf einem deiner Vergeltungstrips. Lass es, Corbin. Ich sag es kein zweites Mal. Ja, was passiert, wenn ich auf einem Vergeltungstrip bin? Das kennst du schon, Corbin. Wir sehen uns, Fischer. Was soll das für ein Code sein, ey? Forward Flight Deck. Hey. Hey, Charlie. Hey, Sam. Schon gehört, Vic ist nicht mehr auf der Intensivstation. Du hast ihn gesprochen? Nein, er ist noch bewusstlos, doch sein Zustand gilt jetzt als stabil. Danke für die Info, Charlie. Sag denen, die sollen sich melden, sobald er aufwacht. Mach ich.
Gute Arbeit, Charlie. Wir sehen uns, Sam. Ich meine, hier ist ja das Cockpit. Müssten hier nicht dann auch irgendwo die Mannschaftsquartiere sein? Hier so oder so? Wahrscheinlich sind sie da drin, ne? Komisch, dass man die nicht sehen kann. Also entweder bin ich blöd, blind oder ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind sie ja auch oben beim Cockpit. Komm, wir gehen nochmal ins Cockpit, da waren wir schon lange nicht mehr. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite des Cockpits. Gut, dann gehen wir eben wieder nach unten. So wie sich das gehört. Ach ja, so. Dann wollen wir mal in die nächste Mission starten. Weiß immer noch nicht, wo die Mannschaftsquartiere sind. Guantanamo Bay, Kuba. Ich melde mich heute live aus der Landeshauptstadt, wo Gouverneur Wyszynski den morgigen Tag gerade offiziell zum Officer Gareth Devin-Tag erklärt hat. Durch seinen heldenhaften Einsatz verhinderte Devin einen Giftgasanschlag auf das U-Bahn-System von Philadelphia, bei dem Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Menschen hätten sterben können. Die Feierlichkeiten umfassen eine Parade, ein Essen beim Gouverneur und eine Ordensverleihung im Senat von Pennsylvania. Auf diese Ehrungen angesprochen, antwortete Devin, ich zitiere, ich bin nur ein einfacher Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das ist schon lustig, das gibt dem Ganzen so einen faden Beigeschmack, wenn man das so in echt dann miterlebt, mit Heldenehrungen oder so. Nori ist in Guantanamo. Verdammt! Was ist los? Die CIA hat Nori gerade nach Guantanamo gebracht. Man befragt ihn zur Rolle des Iran bei den Blacklist-Attacken. Nori hatte Blacklist-Infos? Wir müssen wissen, welches Spielchen er spielt. Er spielt, ich sitze im Gefängnis und verrate euch alles, wenn ihr mich wieder freilasst. Wenn du was sagen willst, dann sag es auch. Okay. Grimm hatte recht. Deine Entscheidung war falsch. Unbedachte Cowboy-Scheiße und wir müssen es gerade biegen. Hey, haben wir den Iran nicht entlastet? Egal, ob die Infos stimmen. Nori wird alles Mögliche erzählen und uns vielleicht in einen Krieg mit einem falschen Gegner treiben. Ganz genau. Und welche Person würde das wollen? Sadiq. Er muss Noris Hintermann sein. Sagt wer? Sams Bauchgefühl? Wir werden es nie erfahren. Wir haben die CIA in Benghazi und Chicago über den Tisch gezogen und sind draußen. Das stimmt. Du hast alle Geheimdienstkontakte vergrault. Wir haben noch dich. Was meinst du damit? Ja, das wüsste ich auch gern. Schließ dich mit Grimm und Charlie kurz. Wie soll Charlie mir helfen? Gar nicht. Du hilfst ihm. Wir brechen ein. Wir brechen ein. In Guantanamo. Charlie braucht eine Liste der Sicherheitsprotokolle, um unsere Freigabe in ihr System zu hacken. Das ist nicht leicht. Du brauchst Papiere, Schlüsselkarten. Kinderspiel erstelle ich im Dutzend. Das ist Irrsinn. Nicht für uns. Also, für nichts Besseres zu tun hätten als. Die da drin sind auf unserer Seite. Deswegen sagt Grimm, es wird niemand getötet. EMPs, Betäubungsgas und Rauch schalten sie ohne bleibende Verletzungen aus. Ja, haben wir sowieso schon alles, ne? Machen wir ja schon die ganze Zeit so. Aufstehen. Sie sind jetzt ein Gefangener in Camp 7, im Gefangenenlager Guantanamo Bay. Nicken Sie, wenn Sie mich verstanden haben. Das ist schon lustig. Aufstehen, doch. Sofort. Gefangener, Sie stehen nun unter meinem Kommando und werden all meinen Befehlen Folge leisten. Nicken Sie, wenn Sie mich verstehen.
Dachte schon, du kommst nicht mehr. Tja, kannst von Glück reden, dass ich CIA-Freigaben und ein paar Freunde habe. Vorsicht, Briggs. Das muss doch gut aussehen für die Kameras. Wen lauf? Wen? Ach, keine Ahnung. Deine Ausrüstung liegt im Außenbüro hinter dem Erholungsbereich. Ich schalte den Strom ab, dann hast du es einfacher. Wäre eine gute Idee, ja. Nuri ist bei Verhörspezialisten des CIA. Die machen Pause, das verschafft dir Zeit. Na dann. Wir treffen uns beim Boot. Wenn ich eins finde. Wenn? Die Mission kam in letzter Sekunde, wir müssen improvisieren. Ja geil, wir sind in Guantanamo und müssen improvisieren. Alter. Sowas will ich nicht in echt machen müssen. Die Chancen, dass das schief geht, sind sehr hoch. Du hast keine Wahl. Geil, diese Restraining Cards, siehst du das? Wie ein Rollstuhl. Ich bin so lange nebenan. Warte. Geh schon mal raus. Wurdest du auch eingesperrt? Sowas in der Richtung. Mich hat Sadiq auch gezwungen. Sadiq hatte nichts damit zu tun. Nein? Und trotzdem sitzt du im Gefängnis. Ich wette, er steckt dahinter. Das nächste Blacklist-Ziel. Rede. Tut mir leid, aber ich rede nur mit meinen neuen Freunden vom CIA, nicht mit dir. Du redest. Noch kannst du dir aussuchen, wie wir es tun. Bitte aufhören, ich flehe dich an! Sadiq hat mich hergeschickt. Ich sollte die Amis ablenken, damit sie Teheran angreifen. Ich hatte nach Blacklist gefragt, verarsch mich nicht. Er hat vor, ein Schiff zu entführen. Ich habe nur die nötigen Männer besorgt. Wo? Ich weiß nicht, das ist alles, was ich weiß. Der Iran hat mit Blacklist nichts zu tun. Wer ist Sadiq? Für wen arbeitet er? Ich werde dir nichts mehr verraten. Was ist los? Hey! Du bist ja irre! Niemand wird dir helfen, Nuri. Nein. Bitte nicht. Du willst die Hände behalten? Ich will Namen. Ich geb dir Namen. Sam Fisher. Anna Grimstotti. Isaac Briggs. Charlie Cole. Dein Team. Dein Flugzeug. Fourth Echelon. Er weiß alles darüber. Du suchst Sadiq? Der Mann steht direkt hinter dir. Sadiq wird davon erfahren und mein Tod wird qualvoll sein. Ich habe keine weiteren Informationen. Töte mich. Bitte. So viel Mitleid habe ich verdient. Nö. Nicht wirklich. Hast es nicht verdient. Du hast es nicht verdient zu sterben. Also ich muss auch noch unentdeckt bleiben. Und ich darf keine Soldaten töten. Und ich habe noch nicht mal eine... Das ist uncool, ich sehe nichts. Wo steckst du? Ich sehe nix. Es ist so dunkel. Ich will meine Ausrüstung. Hm.
Nee, 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 so nicht, Kollege. Muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein, ne? Frag mich gerade, ob die das hier jetzt gerade so einfach machen, weil man sonst ja eher tödlich vorgeht. Das ist die Frage, ne? Wo ist denn da das Datenpaket und wie soll ich da hinkommen? Ihr seid mehr Vögel, ey. Oh, 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 oh. Naja, du hast ja immerhin wenigstens keine Taschenlampe. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich könnte dich in so einen Behälter packen. Hier stehen ja immerhin welche rum, ne? Dann kommst du mir schon mal nicht mehr in die Quere. Und ich krieg ein paar mehr Punkte. So. Jetzt muss ich irgendwie wahrscheinlich da durch. Ich kann nach oben. Das ist praktisch. Okay, ich kann zwar nicht ganz nach oben, aber immerhin ein bisschen. Oh doch, ich kann noch weiter. Das ist ja cool. Da lang. Was soll das denn? Komm, hier lang. Und da drüben ist nämlich das Datenpaket, wo ich hin will. Hallo, Datenpaket. Man könnte sich jetzt fragen, was Sam hier für ein Datenpaket findet in Guantanamo, ne? Was sie nicht schon längst haben. Du solltest da mal weggehen, Kollege. Guck mal, guckst du mich gerade direkt an und siehst mich nicht? Okay, ich spare mir jetzt jeglichen Kommentar. Haha, 5 Gegner nicht alarmiert. Schön. Sehr schön. Würde ich mal sagen. Ob ich wohl irgendwann mal meine Ausrüstung wiederbekomme? Okay, da geht's schon mal nicht rein. Wow, 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 wow. Mist, das hat nicht lange gedauert. Das war jetzt aber nicht so geil. Wenn ich das mal so anmerken darf. Versuchen wir unser Glück hier lang. Das hat nicht lange gedauert. Schön stehen. Wie hast du mich jetzt gesehen? Das ergibt keinen Sinn. Ah! Dann geh halt schlafen. Mann, echt. Okay, also da ist einer, da bringt es mir auch nichts lang zu laufen. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz wo lang. Ich habe das Gefühl, über diesen Platz werde ich wohl nicht so schnell drüber hinwegkommen, wie es mir recht wäre. Das heißt, ich muss mir irgendwie einen anderen Weg suchen. Kann ich hier hoch? Hier käme ich hoch. Don't tell me they got you on the dream patrol again. You better rest.
rest. Everybody's got orders. You must have really pissed someone off to keep getting that duty. You can stop rubbing it in any day. Rory, I'll think about you when I'm smelling that fresh ocean breeze. Aha, real goddamn funny. Vielleicht, wenn die zwei Jungs sich wegdrehen. Genau, dann kann ich jetzt vielleicht hier hinten rein. Das hat nicht lange gedauert. Und dann hier rüber. Soll ich da vorbei? Weiß nicht, ob der mich sieht. Komm, schnell, 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 schnell. Ich muss die Tür zumachen. Und die auch noch. Meine Herren. Ich glaube, ich pack dich mal kurz mit ein. Du legst mir da ein bisschen zu offensichtlich rum. Vielleicht kann ich dich ja irgendwo im Nebenraum verstecken oder so. Glaube, ich habe was gehört. Wo bist du denn? Du irgendwas gehört hast. Oh Mann, ey. Das war jetzt auch gar nicht stressig, ne? Roger, ich habe ein Schlauchboot für uns beschaffen können. Geh entlang der Küste nach Süden. Ja, verstanden. Vorsicht, der Notstrom ist an. Es muss schnell gehen. Ach was, erzähl mir was, das habe ich auch schon mitbekommen. Es ist Zeit, bis sie Nuris Überreste entdecken. Wenn's hart auf hart kommt, die Armbrust hat Betäubungspfeile. Die brauche ich nur, wenn ich Mist baue. Ja, aber wir schalten direkt mal. Denk daran, Sam, die Wachen sind Verbündete. Wenn es Tote gibt, muss ich die Mission abbrechen. Wieso kann ich nicht auf... Oh. Aber hier ist eine Kiste. Hier kann ich doch bestimmt umbauen. Ich will meine Ausrüstung. Quatsch. Ich will meine Armbrust mit allen Pfeilen bitte haben. Danke. Ist ja wohl nicht wahr, ey. So. Erstmal das Licht ausmachen. Und dann machen wir die Tür auf. Jetzt muss ich wieder zurück über den Platz, oder was? Diesmal musst du unsichtbar bleiben, Sam. Wenn sie dich entdecken, rufen sie schwere Einheiten und Hunde zur Verstärkung. Habe ich schon verstanden. Werden wir schon schaffen. Wir gehen einfach ein Stück weiter nach hinten. Briggs treffen, hm? Na, so schwer kann es ja nicht sein. So schwer kann es ja nicht sein, da reinzukommen. Welcher guckt denn hier gerade her? Ah, der Kollege. So, gehen wir hier in Deckung? Denkt ihr, ich kann da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, guck mal, da ist noch einer. Den sollte ich mir vielleicht eher mal markieren. Und den da. Oh Mann, Jungs. Ihr geht mir auf die Sack. Wow, 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 wow. So war das nicht geplant. Aber hey. So seid ihr wenigstens kurz abgelenkt. Das hilft mir, um da durchzukommen. Puh, Mann. Alter Schwede. Das war jetzt aber mal so gar nicht lustig. So. Jetzt sind wir hier drin. Und jetzt? Wo muss ich denn lang? Ich weiß echt nicht, wie ich hier rauskommen soll. Kann ich noch eins weiter? Hey, hoch mit dir. Nicht einfach runterrutschen. Ich will wissen, ob ich noch eins weiter kann. Oh, du bist ja eine Nervensäge. So.
Da drüben ist das Fenster, zu dem ich gerne raus möchte. Aber jetzt kann ich erstmal hier runter und dann hier rüber. Und dann da lang. Und dann kann ich hier runter, um dann hier wieder hochzugehen. Und dann gehen wir hier außen rum. Ich meine, da drüben könnte ich raus. Ich frage mich nur gerade, warum ich da lang sollte. Ich meine, ich kann jetzt, wenn ich hier lang gehe, hier hochgehen. Dann komme ich nach da drüben. Ist irgendwie schon cool, dass man hier so ganz gechillt lang kann, ohne dass einer sieht. Hat aber sicherlich auch mit unserem Super Stealth Equipment zu tun. Ich glaube, sonst wäre das bestimmt auch nicht ganz so einfach. Und wir haben ja gelernt, die Wachen am Leben zu lassen, ist die Variante, die am meisten Punkte bringt. So. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir mal ein bisschen ins Dunkle kommen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. So, hier rüber. Verdammt. Das ist ein Hund. Was willst du denn hier so rum? Komm her. Komm her. Du auch. Sorry, Kollege, aber das ging nicht anders. So, machen wir uns den Hinterausgang. Durch das Zelt durch. So. Immer diese Hunde, ey. Du, keine Bewegung. Oh. Bleib genau da, wo du... Kann ich dich irgendwo vertüten? Was? Gib mir meine Waffe wieder. Wo ist meine Waffe? Ich will meine Waffe wieder haben. Oh, da hinten ist eine Tüte. Da kann ich dich reinpacken. In den Container. Alter, wo ist meine Waffe? Ich will meine Waffe wieder haben. Willst du mich jetzt veräppeln? Ist ja wohl nicht dein Ernst. Hoffentlich ist das... Ja, ist nur die Sekundärwaffe. Aber trotzdem. Wo ist meine Waffe? So ein Shit. So ein Shit. Cheat-Dreck. Okay, du guckst gerade nicht her, das ist gut. Dann gehen wir mal da lang. An dem Typ vorbei. Auf die andere Seite. Ja, ja. Komm, mach mir keinen Stress hier. Was für ein Häuschen. So. Einmal außen rum. Rundherum, das ist nicht schwer. Mal ganz ehrlich, man könnte doch jetzt bestimmt über diese Fahne drüber, sich an dieser Fahne hochschwingen und drüber klettern. So, ihr seht mich gerade nicht, das finde ich gerade sehr gut. Ah, hier kann ich meine Waffe wieder wechseln. Geh zu Camp X-Ray, bist fast zu Hause. Ist es das? Nee. Welches ist es denn? Was, da ist es. SC-4000. Genau. Pistole passt noch. Sekundärwaffe passt auch noch. Ausrüstung passt wunderbar. Dann können wir jetzt ja wieder weitermachen. Gehen wir mal nach da oben. Erhöhte Positionen sind immer praktisch. Vor allem, weil man sich dann einfach im Zweifelsfall abseilen kann. Naja, beziehungsweise abseilen ist jetzt nicht das richtige Wort. So. Runter kann ich hier nicht. Das ist interessant. Aber hier.
Oh, guck mal. Einmal durch den Tunnel, bitte. Ah, habe ich schon mal keinen Stress mit den Wachen. Im Zweifelsfall vielleicht mit ein paar Hunden, aber ansonsten... Nee. Kann mir das hier egal bleiben. Ich frag mich, ob es noch einen Laptop hatte. Nee, ich brauche... Das war nicht ganz so schlau. Okay, irgendwie muss ich nach da hinten. Vielleicht ist es ja doch leichter, da lang zu gehen. Da steht auch einer. Tja, was machen wir jetzt? Der auf der anderen Seite ist gerade immerhin weggelaufen. Also das heißt, wenn wir uns beeilen, können wir hier lang, ohne gesehen zu werden. Oh fuck, da ist ein Laserpointer direkt hinter mir. Sam, da ist eine Stelle, an der du an einem Seil runterrutschen kannst. Das ist besser, als Hunden zu begegnen. Und wo soll diese Stelle sein? Wenn ich das mal so wissen darf. Seilrutschen, hä? Meinst du das da drüben? Hey. Achtung, Sam. Der Sicherungstrupp nähert sich. Die schießen ohne zu fragen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ah, das ist nicht gut. Ja, das habe ich ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Geh zu Camp X-Ray. Bist fast zu Hause. Da ist er. Achtung, Sam. Der Sicherungstrupp nähert sich. Dieses Mal hat er mich entdeckt. Letztes Mal hat sie nicht gestört, dass ich da rumhing. Komische Sache. Sehr komische Sache. Dann gehe ich jetzt hier runter. Geh zu Camp X-Ray. Bist fast zu Hause. Verdammt, jetzt kommt der da vorne. Jetzt müssen wir kurz warten. Wobei... Ah! Könntest du dich irgendwie umdrehen oder sowas? Ich finde mich hier gerade ein bisschen exponiert. Danke. So, also. Einmal durch den Tunnel. Komm. Zweimal durch den Tunnel, habe ich gesagt. Und dann auf der anderen Seite. Müssen wir kurz gucken. So wie ich das verstanden habe, kann ich dann irgendwie hoch aufs Dach oder so. Aber wer weiß das schon. Wir probieren einfach unser Glück nochmal. Okay, komm her. Ist jetzt gut. Wir töten dich ein und bringen dich nach da unten. Verdammt. Das ist nicht gut. Bitte lass mich dich da drin verstecken können. Oh ja, wunderbar. So. Er hat irgendwas gesagt von wegen, ich kann hier... Sam, da ist eine Stelle, an der du an einem Seil runterrutschen kannst. Das ist besser, als Hunden zu begegnen. Mäh. Mäh. Nee, das ist nicht so toll. Ach, das ist doch wieder super, ey. Oh, Mann. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo dieses Seil sein soll. Problematisch ist nur, dass mich trotzdem jemand sieht. Geh zu Camp X-Ray. Bist fast zu Hause. Warum zum Teufel
Warum zum Teufel siehst du mich eigentlich die ganze Zeit, wenn du es eigentlich nicht solltest? Ich meine, ist ja nicht so, als hättest du mich die ganze Zeit nicht gesehen und jetzt auf einmal kannst du Gedanken lesen, oder was? Ja, was soll's. Komm, Junge. Meine Herren. Nun ja, wie auch immer. Wir machen das in der nächsten Folge fertig. Ich wünsche euch bis dahin, wie immer, ganz viel Spaß und tschüss.